Gott, ist der Erste, ist der Undertaker. Der hat ja noch eine Rechnung mit dem Berserker offen. Vielleicht kann er sich heute endlich revanchieren. Oh, noch fehlt sein Partner. Ohne Paul Bearer, Anlehnung auf Paul Bearer, also Sargträger. Nettes Wortspiel. Es ist niemand anderer als der Macho Man Randy Savage, der amtierende WWF Champion. Was für ein Match steht uns da bevor. Das liegt an das Dach weg. Wirklich. So, die letzte Musik ist verklungen. Wir werden abwarten müssen, wie lange es dauert, bis diese beiden oder diese vier Burschen fertig sind. Savage zieht sich natürlich sofort nach Flair um. Mr. Perfect macht ja vor kurzem sowohl dem Warrior als auch Savage ein Angebot, denjenigen beim SummerSlam zu managen, der ihm am meisten Geld bietet. Und weder der Warrior noch Savage haben eindeutig abgelehnt. Also für Spannung ist also auch von dieser Warte ausgesorgt. Und was sagt Flair dazu? Das ist ja auch nicht gerade uninteressant. Also der SummerSlam wird viele offene Fragen beantworten müssen. Denken Sie dran, am 31.08., also in 3 Tagen ist es soweit. Dann übertragen wir den SummerSlam ab 21.05 Uhr. Der Urne jammert da vor Bearer vor sich hin. Der Undertaker steht nur mit einer Leine im Ring gegen den Berserker und Flair. David schlägt über das Hallmikrofon sein berühmtes Oh yeah los und das Publikum reagiert sofort. Und Flair und David liefern sich die erwarteten verbalen Duelle. Ja, das musste man erwarten. Diese beiden sind ja nicht nur hervorragende Wrestler, sondern auch Männer, die mit im Mund umgehen können. Und hier, was haben wir da für eine Dame? Sehr hübsch, sehr elegant. Die Frage ist nur, für wen sie schwärmt. Er scheint für sein Team zu beginnen. Der Undertaker überlässt Savage das Feld. Das ist nett von ihm. Ja, er hat wirklich eine vollkommene Kehrtwendung hinter sich. Und Savage sprüht wieder mal vor Aktivität. Aber er sieht auch über die Schulter. Der Berserker könnte ja einen linken Trick versuchen. Und auch Mr. Fuji ist noch da. Aber dann geht's doch wohl los. Nein, Flair war seinerseits noch nicht so weit. Savage versucht es halt mal. Flair weiß wohl noch nicht so ganz genau, was er tun soll. Man sieht ihn förmlich an, wie er einen Plan ausheckt. An den Beinen des Undertaker vorbei. Und Savage holt sich die Unterstützung des Publikums. Das kann nicht schaden. Jetzt beginnen die beiden ein kleines Geplänkel. Und der scheint sich sehr wohl zu fühlen. Er ist ja auch einer der besten Wrestler der Welt eigentlich. Absolut, ja. Einer der härtesten Arbeiter in der Geschichte des Wrestling überhaupt. Hier der Lock und die beiden sind im Seil. Ich glaube, keiner der beiden wird jetzt einen unfairen Trick anbringen. Das haben sie auch nicht nötig. Zumindest nicht in dieser Phase des Kampfes. Flair wieder mit seinem Ruf. David sehr konzentriert und misstrauisch. Und gerade so nach vorne gestoßen hat, wo er etwas erspäht.
Er wirkt auf jeden Fall nervöser als Flair. Wieder der Lock der beiden. Und der Zeit der Lock von Savage. Aber Flair wird wohl gleich einen Whip-In zeigen. Nein. Er sagt den Standing Wrist Lock. Aber Savage befreit sich. Blitzschnell. Flair steigt einfach aus dem Seil. Savage muss jetzt loslassen, aber er lässt sich Zeit. Dave hat man Säule noch anziehen. Und mit einem Schlag in den Rücken von Flair verabschiedet sich Savage. Oh, aber Flair ist sauer, er will sich das nicht gefallen lassen. Nur die Provokation dabei, eine Ohrfeige von Savage. Ich glaube, gleich macht Flair wirklich ernst. Ja, es wundert mich, dass Slick Rick, wie Flair auch genannt wird, nicht schon explodiert ist. Auch er kann leicht seine Beherrschung verlieren. Ein grimmiger Blick des Nature Boy. Nicht des Originalen, aber doch des Zweiten. Aber erstaunlich groß ist seine Selbstbeherrschung momentan zumindest. Aber jetzt ist Savage nicht sonderlich beunruhigt. Aber jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt hat es wirklich allen Ernstes begonnen, dieses absolute Top-Match. Whip-In! Shoulder-Block, Flair geht zu Boden. Savage setzt nach. Hin und her geht es jetzt. Ein Clothesline von Savage. Und sofort schickt er den Undertaker rein. Flair hat sofort gemerkt, dass er jetzt nicht gut für ihn aus, wieder weich zurück. Ich verstehe gar nicht, warum er nicht einfach mit dem Berserker wechselt. Er kann ihn doch leicht erreichen. Und der Berserker will natürlich rein, Machtzeichen. Perfect und Fuji schauen besorgt rein. Flair schlägt zu und zwar so fest er kann, aber das nutzt überhaupt nicht. Dieser kleine Flair nutzt überhaupt nicht. Dieser kleine Flair, knapp unter 1,80 ist er groß. Eine Schlagserie, doch der Undertaker zuckt noch nicht mal mit den Wimpern. Flair ist jetzt offensichtlich nicht mehr wohl in seiner Haut. Aber da hat er zugestochen. Der Undertaker ist überrascht und Flair mit dem Whip-In. Zumindest versucht er es, aber der Undertaker hält einfach fest, lässt sich nicht wegziehen. Wie war's so? Und locker hebt der Undertaker Flair hoch. Lange hält er ihn oben. Was für eine Kraft. Wahnsinn. Und krachend geht es auf den Boden. Aber da wäre der Undertaker mit dem Schwung fast selbst mitgestürzt. Erneut der Whip-In. Und noch einmal dieser Kraftakt. Da zeigt sich wieder, über welche titanischen Kräfte der Undertaker verfügt. Jetzt erst wechselt Flair. Der Berserker stürmt sofort auf den Undertaker los. Und er kann ihn offenbar beeindrucken. Aber beide treffen jetzt ziemlich genau, sind in etwa gleich stark. Aber der Undertaker scheint sich ja doch den Vorteil sichern zu können. Der Berserker stapelt in der Ecke. Er kann sich nicht wehren. Natürlich ist das ein regelwidriger Bürgergriff gewesen eben. Der kleine Dave Hemner zählt auch fleißig an. Aber er will dem Undertaker nicht zu nahe kommen. Man weiß ja nie, wie der reagiert. Ja, geht aber auch für den Berserker eigentlich. Genau, ja, aber momentan, der Undertaker nur mit einem verächtlichen Blick. Flair ist schon wieder da. Aber er will den Undertaker wohl nur ablenken, damit der Berserker sich ausruhen und vielleicht einen hinterhältigen Angriff starten kann. Doch der Berserker ist zu fertig. Whip-In vom Undertaker. Oh, aber da prallt er auf den ausgestreckten Fuß des Berserkers. Und nun dreht der auf. Anlauf. Und der Tritt schickt den Undertaker übers Seil. Hat man sowas schon gesehen, aber er bleibt stehen. Der Berserker ist schon wieder da. Aber der Undertaker greift sein Bein und zieht ihn raus. Ja, und sofort muss der Berserker weiter einstecken. Ein harter Schlag. Ein Headbutt auf die Treppe. Den haben wir heute auch schon oft genug gesehen. Und gleich noch einer. Und dann geht der Berserker zu Boden. Dave Hepner zählt schon die ganze Zeit. Ist wirklich sauer auf beide. Aber momentan scheint er vor allen Dingen sauer auf den Undertaker zu sein. Aber der achtet nicht darauf und schiebt den Berserker wieder zurück. Oh, hier hat er daneben geschlagen. Der Undertaker zieht ihm das Bein weg, der Berserker mit einem Spagat. Na, da sage noch einer, diese Riesen seien nicht gelenkig. Der Undertaker hat den Berserker völlig unter Kontrolle jetzt. Und hier der Wechsel mit Savage. Der steigt sofort aufs Seil. Und der Wechsel mit dem Double Axe Angle Blow, der hat getroffen, sofort das Cover. Aber Mr. Perfect greift ein, das hätte er aber gar nicht gemusst, der Berserker kommt auch so raus. Und da überrascht der Savage mit dem Headbutt. Ja, nun sieht es für den Champion nicht so gut aus. Flair sieht jetzt zufrieden aus. Und kaum ist Savage oben, greift Flair zu. Ringrichter ist bei Perfect, der Berserker bei Fuji. Aber der Undertaker setzt sich in Bewegung. Nun ist Hebner bei ihm. Und der Berserker kann sich über Savage hermachen. Das tut er mit wachsender Begeisterung. Wenn man sich vorstellt, wie groß Savage ist und wie klein er im Vergleich zum Berserker wird. Erst dann erkennt man die Ausmaße des Berserkers richtig. Der Whip-In sollte es wohl werden. Nein, der Berserker bleibt bei seiner Brutalo-Taktik.
In der eigenen Ecke macht er den Macho Man regelrecht fertig. Und schaut er auf Flair. Und es kommt der Wechsel. Flair kann sich nun über den angeschlagenen Macho Man hermachen. Über einen wehrlosen Gegner fällt er am liebsten her. Whippin? Ein klatschender Schlag an den Hals. Sofort das Cover. Aber Savage kommt da noch mal raus. Hier der Reverse Chinlock. Flair will Savage in die Luft rauben. Scheint ihm auch zu gelingen, aber er ist wieder rausgekommen. Hier noch ein Armdreher. Wieder der Wechsel. Noch der Berserker wechselt mit dem Tritt in die Seite. Und dann fährt er seinen mächtigen Stiefel aus und drückt Savage fast durch den Ringpfosten nach draußen. Na, Savage fällt nun aus dem Ring. Er müsste jetzt weg, noch momentan kann ihm das nie und immer gelingen. Mr. Perfect greift auch noch ein. Der Berserker hat Hepner abgelenkt, wie wir in dieser Einstellung gesehen haben. Dann aber ist er wieder bei Savage. Es läuft nicht gut für den WWF Champion. Oh, nun landet Savage da, wo vorher der Berserker hin musste. Mr. Perfect greift ein. Es geht hier so schnell, dass Hepner gar nicht mitkommen kann. Randy Savage jetzt in allergrößten Schwierigkeiten. Und ob der Undertaker nun darauf brennt, mit ihm zu wechseln oder ob er einfach nur abwartet, das kann man gar nicht sagen. Dafür ist er viel zu unterkühlt. Und der Berserker will natürlich hier den Sack zumachen. Es sieht so aus, als könne ihm das auch gelingen. Und Savage landet erneut auf der Matte außerhalb des Rings. Ja, der Berserker wirft seinem Namen Vollbrecht und Flair kann sich jetzt natürlich leicht auf die Treppe stellen und Savage verspotten. Und nichts ist für einen Topmann wie Savage schlimmer, als so gedemütigt zu werden. Der Undertaker ist inzwischen im Ring, er hat es auf den Berserker abgesehen. Dem hätte man versucht, verzweifelt die Verordnung zu sorgen. Und der Undertaker scheint tatsächlich, um Randy Savage besorgt zu sein. Aber es bei Flair, will sich diesen kleinen Wicht mit seinen Augen vornehmen. Der Berserker steigt unbemerkt aus dem Ring und kann nun Savage weiter fertig machen. Auch Dave Hepner ist abgelenkt und nun räumt der Berserker sogar die Matte vom Boden weg. Erinnern Sie sich, das hat er auch beim Undertaker in dem denkwürdigen Match gemacht, dass die Feindschaft dieser beiden begründete. Es sieht übel aus, oh Gott, Savage. Ein Bodyslam auf den harten Boden. Und er freut sich, der Berserker, so richtig. Der Savage ist jetzt am Ende. Ich weiß nun auch nicht mehr, wie man ihm helfen könnte. Wenn er wechseln will, muss er in den Ring zum Undertaker gelangen. Doch davon ist er meilenweit entfernt. Er liegt sogar unter der Matte. Mr. Perfect legt sich mit dem Publikum an. Ansonsten hat die Action den Nullpunkt erreicht. Sehen Sie nur, wie leidenschaftlich die Fans Savage anfeuern. Der Undertaker ist wieder in seiner Ecke und der Berserker weiter am Macho Man dran. Aber Savage ist jetzt wieder im Ring. Und der Berserker legt ihn sich zurecht, er klemmt den Macho Man fest und da hat er natürlich leichtes Spiel. Und wieder jubelt der Berserker. Nun nimmt der Anlauf, wie es zu erwarten war. Savage springt das Bein hoch, stoppt den Berserker. Wo kommt er so schnell? Es geht zum Undertaker rüber. Der Wechsel gelingt, also es wundert mich wirklich, wie schnell er nun doch beim Undertaker war. Und der lag natürlich mit seiner ganzen Wut im Bauch los. Der Berserker ist ja noch schon lange im Ring, kann ich entgegensetzen. Whippen und seine Hohenschwein Klo sein vom Undertaker. Da kommt jetzt sein Tombstone wie gewohnt nach dieser Aktion. Schläge an den Kopf. Und jawohl, da ist der Ansatz zum Tombstone gar nicht so leicht bei diesem riesigen Berserker. Aber er gelingt. Und nun meldet sich Flair zurück. Aber den befördert der Undertaker mit einem Clothesline raus. Und nun noch ein Wechsel mit Savage. Der Undertaker will wohl dem Champion den Triumph des Covers überlassen. Eine sehr faire Geste. Smash und das Cover! Jawohl!
perfekt rennen.